Also müssen wir mit der Leiter runter, auf jeden Fall. Das ist gut. Ist zu. Und wenn ich da jetzt dann das drück, wird die Runde wahrscheinlich gehen. Klick. Dafür ist die andere offen. Wir haben jetzt den Dieb da. Oh nein, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich hier nur gelandet? Jetzt wirst du verhungern und ein Skelett werden. Ludwig. Ach, schon wieder. Sorry. Ja, jetzt geht's daneben. Ausführen. Man wird sicher das gleiche nochmal machen. Mit Explosion. Nein, wollte ich ja gar nicht. Und ist wieder pumpen. Ah, scheiße, Toxin. Das ist blöd, oder das geht da jetzt auch durch den Schaufler durch. Da komm ich gerade trotzdem drin. Ah, scheiße, ich wechsel. Gengar, mach das! Rizeros hat's wieder mal nicht gleich geschafft. Da wollte ich doch nur in aller Ruhe einklauen gehen. Einklauen gehen. Jetzt habe ich gedacht, ich habe mich verlesen, dabei hat es eh gestimmt. So. Brauche ich gar nicht zurückgehen. Gripsbonbon. Ah, nein. Hier ist so schön viel Platz. Ein idealer Ort für meine Forschungsarbeit. Angelo. Angelo Merte. Ja, Elektrik. Du hast absolut keine Chance. Das schützt sich selbst. Aber bringt das was? Aha. Was mach ich bloß?
schau jetzt kurz, ob es da so richtig weiter geht. Gab's aber eh nicht. Ich weiß auch nicht. Sondern aber ohne, yes. Die können wir alle brauchen dann spätestens, wenn wir irgendein starkes Viech pushen müssen. Ah, okay, du gehst da also. Da müssen wir oben drücken, aber vorher möchte ich noch schauen, was auf der linken Seite alles war. Hier nichts außer ein Top-Trank. Okay, aber wie gesagt, das ist halt so blöd mit den Wegen da. Geh weg, Mann. Findest ein Top-Elixier. Was ist das? Da steht ein riesiger Gasbilder. Er ist sieht sehr stabil aus, aber weist einige kleine Risse auf. Irgendetwas muss mit voller Wucht mehrmals von innen gegen das Glas geschlagen haben. Ja, am YouTube war das. Ein Geheimschlüssel. Jetzt können wir alles aufmachen, ha? Huh? Aber trotzdem nicht. Tja, ich frage mich gerade, was tue ich mir das an? Wir haben ein Fluchtseil. Tja. Hallo, zukünftiger Champ, wie geht es? Wie steht's? In dieser Are. Boah, kommen wir gleich zur Frage Nummer 1. Ha, jetzt noch nicht, Führer. Dein Einsatz kommt erst ein bisschen später. Hm, okay. Jetzt habe ich den Faden voll. Ach ja. Bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast, handelt es sich um Führer, den Arena, der hier vor auf der Zinnoberinsel. Seines Zeichens Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Du musst es. Da du sie hergeschafft hast, bedeutet wohl, dass du den Geheimschlüssel ergattert hast. Aber hast du das erste Rätsel gelöst und dir verdient, in dieser Arena antreten zu dürfen. Aber Vorsicht, hier gelten andere Regeln. Neben Kämpfen musst du nämlich auch noch einige knifflige Quizfragen beantworten. Na gut, dann viel Spaß und verbrenn dir nicht die Finger. Ich glaube, ich werde aber die Quizfragen eben falsch beantworten. Weil dann können wir nämlich kämpfen, was ich weiß, ne? Gut, dann stelle ich mal darüber. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Live hier aus der Arena, aus der Zinnoberinsel. Wow. Mein Kandidat muss insgesamt 5 brandheiße Fragen beantworten. Für jede korrekte Antwort erhält er jeweils eine Pyropuppe. Liegt der Kandidat mit seiner Antwort daneben, dann muss er sich gegen meine Schüler etwas als waschechte Trainer zum Kampf antreten. Okay. Behält er dabei? Bei dem Kräftemessen die Oberhand bekommt er eine Pyropuppe. Ob es einem Kandidaten wohl gelingt, alle 5 Puppen in seinen Besitz zu bringen? Welches Pokémon gehört der Kategorie Brenner an? Brenner. Absichtlich mache ich es falsch. Genau. Weil ich will nämlich kämpfen. Ich will die EP mitnehmen. Man kann es drehen und wenden. Wie man will, aber deine Antwort bleibt leider falsch. Zur Strafe musst du nun gegen einen meiner Schüler antreten. Was glaubst du, wie heißt der Feueratem eines Pokémons werden kann? Das wäre sinnlos, das sind 5 Trainer, die ich auslasse. Ole. Gut, Dexter hat er schon, ganz lieb. So hoch wahrscheinlich vom Level, dass es schon längst ein Gyurak hätte sein können, wahrscheinlich. Natürlich. Oh, Feuerwirbel.
um auf meine Fragen zurückzukommen, die Antwort lautet sehr heiß. Denn der in der Luft enthaltene Sauerstoff, bla 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 bla. Das war eine beeindruckende Vorstellung. Zur Belohnung gibt es eine Pyropuppe für dich. Sehr schön. Weiter im Text mit Frage Nummer 2. Wie viele von der Pokémon-Liga anerkannte Arena-Orden gibt es? 8, aber ich sag absichtlich... Scheiße, ich hab's... Das ist dieses... Keine Ahnung, das geht auch richtig, aber auch richtig. Voll richtig und genau zu sein, ein Volltreffer. Glückwunsch. Du hast dir diese Pyropuppe redlich verdient. Ein Kampf ist schon weg. Du hast noch eine Frage vor dir. Kommen wir also gleich zur Nummer 2. Reißbar. Beim Pyro, ich mische mich ja nur ungern ein. Aber wir sind bei der dritten Frage. Das habe ich doch gesagt. Kommen wir also gleich zur Frage Nummer 3. Setzt ein Pokémon eine Attacke vom Typ Stahl gegen ein Feuer-Pokémon, dann ist sie nicht effektiv. Ich versuche es nicht verdrücken. Nein, leider nicht. Na. Man kann es drehen und nehmen, okay, das lese ich jetzt nicht immer vor. Weißt du, wie aus Pyro ein Pokémon-Trainer geworden ist? Ich muss so vorlesen, weil die schon so motivierend für mich aus, somit, ja, wie das richtig ist. Levin. Na, der Bastard kann sicher auch Feuerwirbel. Oh nein. Gut. Boah, nur mit deinen verfickten Konfuzstrahlen. Hat sich auch selber. Weißt du was? Verreck. Da heile ich doch lieber als Magma. Als Magma. Als Rizaros. Du Versager, du. So einen starken Drang. Turtok wird jetzt Bernhard verrecken, ist das egal. Komm Rizeros, du verdammtes. Sollte jetzt noch irgendein Scheiß passieren, kommt Evoli rein und fertig und regelt das. Weg bist. Dort. Ichma. Pyro hat sich in den Bergen verlaufen, als über ihm ein feuriges Foki-Pokémon erschien. Mit seinen gläsernen Flammen hatte sie dunklen Bergpfade erleuchtet und ihn so gerettet. Ah, toll. Okay, das, wie gesagt, das lese ich jetzt nicht mehr vor. Schlechter Scherz sein.
Ich wollte einfach nur, das soll es ein Scherz andrücken. Wer wird dich im Anschluss in dieser Frage zu einem Kampf herausfordern? Ein älterer Herr mit Bart. Okay, da kannst du das ganz gar nicht falsch machen. Du hast jetzt also alle 5 Pyropuppen gesichert. Das bedeutet, es ist an der Zeit, es mit mir aufzunehmen. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Dem unbändig lodernden Feuer im Herz. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Oh, ich hoffe, du hast genügend Feuerheiler mitgebracht. Schau mal, ob wir brauchen. Aritzelos wird eh sterben. Höchstwahrscheinlich. Magma. Oh. Kann eh nichts, oder kommt gut schon und das verbrennen. Das ist ja nicht einmal eine Feuerattacke, das ist eine Geisterattacke, oder? Geist oder Psycho? Hm? Weiß nicht mehr. Ja, und das grandiose Rizeros hat wieder zugeschlagen. Weg vom Fenster. Akane, Akane. Ich will die Rizeros nämlich nicht opfern. Und Akane ist ziemlich stark. Versuche eben mit dem Gengar ein bisschen zu nerven, sagen wir es einmal so. Ja, da sind wir schneller, da können wir zumindest ein bisschen was abziehen. Yes. Flammenblitz. Was für eine Attacke, dann schnell. Rückstoßschaden alleine da auch noch. Das ist natürlich sehr gut. Sehr löblich. Einmal war Gengar der Killer, ich glaub's ja gar nicht. Galoppa setzt ein. So. Komm, Evoli. Dass du auch einmal da noch drin warst. Schöner Flammenblitz. Fully kassiert momentan ziemlich viel Damage und ich weiß nicht warum. Aber kurze Attacke, wo man Rückstoß liegt, somit kann das schon sein. Wohl nur, setzt da auch noch ein. Ja komm. Ja, ich werde ihm jetzt ein bisschen trollen. Ich setze jetzt Rizeros an, heil mich voll. Weil wir wahrscheinlich jetzt eine schwache Attacke machen, weil er glaubt, er besiegt mich. Aber er wird es wahrscheinlich eh machen und schaffen. Aber das soll nicht rechts der Fall sein. Tja, schicksalhaft. Also jetzt trifft's. Macht nicht viel Schaden. Ehrlich gesagt komisch. Ich
Lizaros hat das Blatt gewendet. Auf einmal ist er ziemlich stark und haltet viel aus. Mein Feuer ist erloschen. Du gewinnst. Juhu. Glückwunsch, mit deiner vorigen Performance hast du dir den Vulkanorden verdient. Gatsch. Doch das ist noch nicht alles. So sicher lasse ich dir diese Item. Feuersturm. Du verstaust das Item in der TM-Box, sicher. Ja, Feuersturm kennen wir eh schon. Feuersturm ist eine der mächtigsten Attacken vom Typ Feuer. Du wirst dich vielleicht fragen, warum sie so sonderbar aussieht. Ja, ganz genau kann ich das leider auch nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass es was mit ihrem Herkunftsort zu tun hat. Auch ein Quizmaster wie ich kann nicht alles wissen. So, jetzt müssen wir das dumme Viech streicheln. Man beachtet es. Ich halte es so in der Hand, ja? Das ist... Also das funktioniert überhaupt nicht. Also das haben sie komplett zum Scheißen programmiert. Hi, der Versager ist wieder da. Ah, da bist du ja. Ich dachte mir schon, dass du bald die Arena der Zinnobinsel erreichen würdest. Hast du gegen Pyro gewonnen? Super, dann herzlichen Glückwunsch. Um zur Pokémon-Liga zu gehen zu können, braucht man 8 Orden, oder? Ich habe bisher 7. Jetzt fehlt nur noch die Arena-Leiterin für deine City. Neulich war da aber dummerweise niemand. Ich nehme an, du hast sie auch noch nie von innen gesehen. Weißt du was? Schau am besten einfach nochmal in der Daniel City vorbei. Na dann, geh hin. Dann halten wir mal. Leute da hoch. Und ich werde aber auf jeden Fall mich einmal verabschieden. Wir sehen uns dann vielleicht später noch einmal. Weil die liebe Caro kocht ja gerade und das dürfte bald fertig sein. Und ja. Bis später. Tschüss.